Wollen wir direkt weitermachen, oder? Ja, wenn es anhält, dann müssen wir halt dran schneiden. Ja gut, dann ist das jetzt Folge 7 und 8. Ups, ist das. Ist ja egal. Ja. Das hat ja eben einmal geklappt, ist auch okay. Jetzt konnte ich nicht mal anzählen. Ja und? Am Ende ist das einfach eine Folge. Folge 8 beginnt mit Excitebike Stadion. Ich finde die Strecke cool. Ja, die ist okay. Ich guck nur. Also ich dachte, da hat er wieder irgendwas Blödes gesagt, jetzt guckst du mich die ganze Zeit an. Und Switch! Nee, es ist. Bei Smash ist es ja nicht so schlimm, wenn das stehen bleibt, ne? Da hat man halt einen Kampf nicht. Ja. Ich hab mal eine Frage. Was sind die dümmsten Leute, die euch so haben? Was? Ja, na. So die richtig dümmsten Leute? Die ihr aber auch kennt. Im Game. Oder nein, so. Keine Ahnung. Oh ja! Neue Gruppe! Ja, ich vergrauen sie alle. Dann siehst du, wie mit jedem Part immer weniger Leute zu gucken. Mit so ganz eindeutigen Profilbildern aber auch. Ich würde einfach so richtig dumme Sachen, wo ihr denkt, Alter, what? Nein. Das kann nicht wahr sein. Ich persönlich kenne. Kein Plan. Oder persönlich mitbekommen. So. Keine Ahnung. So ich so weiß so einmal, das war aber ziemlich witzig, das war auch nicht dumm oder so. Ja, aber das war halt trotzdem echt extrem witzig. Da waren wir auf dem Geburtstag gewesen und die Gastgeberin, die hatte sich mega abgeschossen. Oder wurde mega abgeschossen. Und die haben dann halt versucht ins Bett zu kriegen, damit sie schläft. Also, okay, ich hab dich gerade. Ich hab bewusst diesen Halbsatz noch nachgeschoben. Auf jeden Fall ist er dann im Treppenhaus einfach liegen geblieben, hatte keinen Bock mehr. Reicht doch auch. Okay. War dann auch schon richtig am Nörgeln und alles. Und dann haben wir versucht, sie halt hochzukriegen, von wegen, ja komm, du hast doch so viele Plüschtiere, zeig uns die doch mal. Du denkst, ich bin blöd, du willst doch nur, dass ich ins Bett gehe, aber ich bin nicht doof, ich hatte Mathe-LK. Das war so geil. Grüße gehen raus an der Stelle. Das war so gut. Vor allem, der hat sie so todernst angeguckt, ne? Aber ansonsten kennt man keine dummen Leute. Mit denen geben wir uns nicht ab. Doch, eine Sache war auch mal witzig, das war auch auf dem Geburtstag gewesen, da wollte, das war halt in so einer Weise. Nur Spaß auf Geburtstagen. Ja, hallo. Da war ich aber auch nüchtern, weil ich Fahrer war. Ja. Da war es so, dass das gut, man zur Toilette, das war halt so in so einer Hütte im Wald, das klingt halt so ein bisschen ja, blöd. Okay. Das klingt ein bisschen. Ja, natürlich klingt das wieder blöd, aber das ist halt auf dem Land so, ihr müsst ja auch kennen. Yeah. Yes. Berghöhle oder sowas, keine Ahnung. Berghöhle! Wer kennt sie nicht? Die Berghöhlen. Im Dorf. Die, vor allem die Hallo, ich bin durch die Kasseler Berge gefahren, als ich hierhin bin. So. Oh nein. Jetzt pass auf. Da muss es auf Toilette so gehen, muss es halt irgendwie rausgehen in so eine, wie so eine kleine Gartenhaus war das dann, so ein kleines, ne? Wie so ein, ein verbautes Dixi-Klo einfach. Und die Toilette da musstest du irgendwie so komisch pumpen, damit da Wasser in diesen Spülkasten reinging. Und dann konntest du ja spülen. Okay. Auf jeden Fall kam dann eine wieder und sagte, ja, ich kann nicht abspülen, so, du musst doch nur, ja, ich hab gedrückt, aber es kam nur so ein paar Tropfen. Und da war der Kontext extrem wichtig. Ja. Aber den haben wir dann einfach liegen lassen, weil es war witzig. Ja. Ach ja, der dümmste Mensch, ja, genau, Schule. Sportunterricht. Hatten wir nachmittags, das heißt, wir hatten gerade Mittagspause. Oh. Oh. Und dann kam er wieder. Und einer kam so ein bisschen spät wieder und wollte so ein bisschen protzen mit seinem Auto, ne? War so gerade okay. die wenigsten sind 18 geworden und konnten schon Auto fahren, sind dann mit dem Auto hingefahren. Und dann sind sie da halt mit einem Affenzahn in die Parklücke rein und haben vom Nachbarauto, einer Mitschülerin, die ebenfalls schon fahren durfte, ist bei den Außenspiegel abgefahren. Oh, eiskalt. Das wäre geil, wenn man protzen würde. Vor allem war so geil, du hast so wom, 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 Josh hat eine Abkürzung benutzt, das ist unfair. Au. Ich hab gemeckert, ich wurde getroffen. Zu dummen Menschen, vielleicht nicht unbedingt dumm, aber einfach so. Du hast das Thema angeschnitten, ja, du wolltest dumm, ich will dumm hören. Ja, ich hab drei dumme Sachen. Die erste ist vielleicht nicht unbedingt dumm, das kommt drauf an, ich wie es passiert was ist, aber das weiß ich nicht. Okay, ja, ich kann irgendwie nicht. Okay, egal. Als ich mal mit dem Flugbus einmal heimgefahren bin, da war irgendwie so eine. Hat Josh seine Brille liegen lassen. Oh shit, ah ja, okay. Ich kenne einen dummen Menschen. Ich hab vier Sachen. Okay, einmal hatte ich für Schule aus und ich wollte unbedingt zum Bahnhof. Ich musste schnell dahin, da mein Bus, ich glaube in 5 Minuten oder so abgefahren wäre und ich hatte keinen Bock, eine Stunde zu warten. ich hatte keine Lust. Lustig. Ich hab doch nicht mal die Presse. Hallo! Ich hatte keine Lust, eine Stunde Mario! Zu und bin dann unbedingt. Achso, so noch eine Runde. Na, okay. Und bin dann halt von der Schule zum Bahnhof gerannt, wie so ein Irrer, und es war Sommer.
Und ich hab's halt bis zum Bus geschafft. Und da habe ich halt geschwitzt. Also auch von die Stirn runter. Und dann habe ich halt die Brille abgelegt. Abgenommen. Und ich fand abgelegt besser. Hab mir halt über die Stirn so gewischt und ja, irgendwie ist die Brille dann halt auf dem Sitz liegen geblieben. Das war richtig dämlich. Ja. Aber dafür habe ich jetzt eine schicke Pots & Nike Brille. Ich werde mal. Product Placement. Ich bin übrigens nicht gesponsert. Ich glaube, das muss man dazu sagen. Das ist keiner. Ich aber. Ich muss meine Gäste dazu bringen, die Marke zu promoten. Auf jeden Fall ich bin der Erste. Die originale Story, die ich sagen wollte, ist, ich bin mit dem Schulbus heimgefahren, habe meine Brille diesmal nicht vergessen. Und da war halt so ein Mädchen, die in der Fahr- Fahrschule hatte. Mit langen Haaren. Und ein richtiges Mädchen. Sein Brust ist ja, wunderbar. Auf jeden Fall, der Bus hat an der Schule angehalten. Und das Fahrschulauto stand halt direkt neben diesem Schulbus. Mhm. Und dieses Mädchen wollte da halt in dieses Fahrschulauto einsteigen. Und ich weiß nicht, ob. Dieses wirklich unglückliche oder dämliche Mädchen. Alter! Eins von beiden ist das. Hat wohl irgendwie diesen riesigen Bus nicht bemerkt. Hat die Tür volle Kanne aufgemacht und einfach volle Kanne gegen den Bus gedonnert. Autsch. Das ist natürlich lustig. Ja, okay. Ja, gut. Das ist keine Ahnung. Unglücklich. Es gibt aber auch Leute, die vergessen ihre Brille im Bus. Ja, das ist auch zu. Das ist schon hart, weil eigentlich merkst du ja, wenn du blind bist. Okay, Nee, tatsächlich nicht. Also, ich habe auch schon mal die Brille. Ich habe auch mal die Brille aufgehabt, hab sie gesucht. Ich nicht. Hab meine Brille gesucht und so, wo ist die Brille? Ich brauch die, ich sitze doch jetzt im Auto und dann. Ach, ja, ich hab mal sein Handy gesucht. Aber jetzt die ungefähr eine Viertelstunde gefühlt im Zimmer und ich packe an seine Hosentasche. Josh, ja, da ist dein Handy. Das war sehr lustig. Okay. Und nachdem er seine Hosen fünfmal abgetastet hat. Ja, da war es halt nicht. Okay, nächste dämliche Geschichte. Das ist... Ihr wisst, wann die Mauer gefallen ist, ne? Ja. Max. Das war keine Ahnung. Ja, erzähl okay, weiter. Ist auch egal. Was? 1990. Ach. 89? Ach. Nee, Benny, 88. Mauerkind. Auf jeden Fall. Ja, okay, da muss er auch nicht sagen. Ne? Ja, es ist auch nicht integral zur Story, also. Was? Na, das es ist nicht integral zur Story! ich will jetzt ziemlich sicher, dass ich sprechen Sie Deutsch mit uns! Ich glaube, integral ist ein Wort aus dem Mathebereich. Oh, ja, es ist. Kann man auch im Deutschen verwenden. Scheiße, im Deutsch. Hä? Das ist ein deutsches Wort aus Mathe, das kann man auch im Deutschen benutzen. Auf jeden Fall. Das ist eine gute Folge. Auf jeden Fall hatten wir ein Mädchen in der Klasse, das keine. Wieder ein Mädchen, ein echtes Mädchen, glaubt es oder glaubt es nicht? Gott, schön, der klingt nicht. Ich dachte, du warst auf einer jungen Schule. Und ich bin schon wieder hier ein Stück. Scheiße, ich rede und. Ja, erzähl die Story. Ja, tut mir leid. Die Faszination hier zu unterhalten. Ich möchte den Integral bestimmten Faktor wissen. Wir hatten, Also da. Halt Unterricht, da ging es halt gerade um DDR und sowas, ne? Aha. Und sie hatte wohl irgendwie die Befürchtung, dass sie gefragt wird, ja, wann war denn der Mauerfall? Und sie wusste es nicht. Und da kam irgendwie einer aus der Nebenklasse und hat ihr halt sagen wir mal, Antwort vorher vorgesagt. Und die hat dann ganz stolz in der Klasse ganz laut gerufen, als ob sie die Schlauste auf der Welt wäre. Ja, dann Leute, ich weiß, wann die Mauer gefallen ist. 1993 ist sie gefallen. Oh, ganz schön schwer. Okay. Also ich sag von 88 bis 90 wäre ich gewesen. Ich hätte 88 war das. Da war es in New York, also 89. 89 war der Beschluss zur Wiedervereinigung. Es war. Ich bin mir ziemlich sicher, es war 88. Hä? Ja, absolut sicher, es war 88. Ach. Na doch, der Mauerfall kam ja vor der Wiedervereinigung. Bitte zitiert mich nicht dran, weil ich. Der Beschluss wurde doch nicht vorher gemacht. Natürlich, müssen wir auch einen Grund haben, warum sie die scheiß Mauer einreißen. Okay, und. Aber doch nicht wegen dem Beschluss? Natürlich! Hä? Aber dann hätten sie doch friedlich einstellen lassen. Wir reichen jetzt die Mauer ein und dann mal gucken. Wenn wir uns da nicht aufs Bild gucken können, ist das halt so scheiße. Wie war denn das? Was? Schreibt es in die Kommentare, dann wissen wir das so in 2 Jahren dann, wenn die Folge online ist. Sonst hätten sie doch die Mauer ganz normal abgerissen, so Stein für Stein. Einzeln. Ja, natürlich, aber da haben sie gedacht, da machen wir jetzt. Natürlich, da machen sie ein riesen Volksevent raus, so. Damals, so da gab es doch keine Klicks für. Auf jeden Fall, meine letzte Geschichte ist nicht lange her. Sie ist, ich glaube, sie ist 3 Tage her. Und es war. Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Zum Zeitpunkt der Aufnahme. Wir haben heute den 9. Ja. März. 9. März. Ich.
Samstag. Ich sag mal, wenn ihr Hauptreal-Gymnischule hört, ne? Scheiß Gymnasten. Also die verschiedenen Schulstufen. Man denkt automatisch, die Hauptschüler sind. Die sind langsamer, was? Ne? Sind sie? Also zumindest bei mir zu Hause waren sie extrem langsam. Ja. Scheiß Gymnasten! Auf jeden Fall. Scheiß Gymnasia, du Spasti. Also wir sind aber dabei, es gibt bestimmt auch sehr kompetente Leute da. Ja es, klar, es sind nicht alle Leute dumm. Nein, natürlich nicht. Natürlich. Alle Leute, er steckt alle unter einen Hut. Die kommen alle nicht alle unter einen Hut stecken. Aber diese... Ist, also du hast da Leute gehabt, die ich war da in der Klasse drin und... Wow, das ist das erste Mal, dass ich 90 Minuten... Es war eine gemischte Klasse, Haupt- und Real, aber sagen wir mal, die Tendenz war spürbar. Darf dir jetzt noch was erzählen? Natürlich. Sicher? Ja. Was ist, wenn der Lehrer das mitkriegt? Das ist sein Problem. Nein, ich nenne ja keinen Namen. Das ist Herr Dümpel. Nein, das weiß keiner. Auf alle gewiss, die Herr Dümpel heißen. Ich sage jetzt auch Dümpel. Nicht, dass irgendwie einer speziell irgendwie, ich sag mal, was Blödes oder so gesagt hat, weil das war nicht der Fall. Schon wieder Erster. Scheiße. Das Problem ist eher, dass... Er spricht die Schnauze, echt. Ja, los, mach die Geschichte zu Ende. Der Part ist vorbei. Die haben sich halt mit Zeitungen beschäftigt, ne? Also den Inhalt von Zeitungen. Ja. Ich sag auch nicht, welche Klassen du hast. Alter! Ja, und innerhalb von... Jetzt das Bild stehen bleibt. Die sollten halt immer... die sollten halt innerhalb von 90 Minuten quasi sagen, was der Inhalt von der Zeitung ist. Also verschiedene Stufen, Schlagzeile, ja. Innenpolitik, Außenpolitik und sowas. Oder machen wir da einen Cliffhanger draus? Wir machen einen Cliffhanger draus! Das Ende dieser spannenden Geschichte erfahrt ihr in der nächsten Folge. Und jetzt machen wir einfach weiter. Tschüss! Ich werde hier einfach unterbrochen.